Stuti Asana, auch genannt Stutyasana, ist die Stellung des Lobgesangs. Stuti heißt Lob, Lobgesang, Verherrlichung. Raffaella zeigt, wie es geht. Setze dich hin, gib die Fersen zusammen, halte aber die Zehen getrennt. Also die Fußballen sind etwas auseinander und die Fersen zusammen, halte die Knie dabei in der Luft. Letztlich hilft, die Zehen auseinanderzugeben, die Knie in die Luft zu geben. Jetzt gib die Ellbogen auf die Oberschenkel und gib die Hände vor dem Brustkorb zusammen. Und jetzt kannst du Stutis üben, nämlich Lobgesänge üben. Ich vermute, dass das eine Stellung war, in der Menschen Palmblattbücher gehalten haben. In alten Indien gab es ja weder Pulte noch gab es Stühle. Und wenn Schüler, Schülerinnen stundenlang rezitiert haben, dann kann es schwierig sein, die Hände so zu halten, um die ganze Zeit diese Palmblätter zu halten, indem man die Ellbogen ablegt auf die Knie oder Oberschenkel. Es ist das leichter für die Schultern und jetzt kannst du lange intensive Lobgesänge üben. Du kannst diese Stellung aber auch machen, um zum Beispiel die Adduktoren zu stärken. Gib zum Beispiel die Ellbogen an die Innenseite der Knie und drücke jetzt mit den Knien gegen die Ellbogen. So kannst du hieraus ein Adduktorentraining machen. Oder du kannst die Hände, die Finger verhaken und die Ellbogen um die Knie geben. Und jetzt drücke die Knie nach außen, so hast du ein Abduktorentraining. Oder mache so, was damit gemeint ist, Fersen zusammen, Ellbogen auf die Oberschenkel, Hände zusammen und singe dann Lobgesänge, wie zum Beispiel Om Sarvamangala Mangalye Shive Sarvata Sadike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostote.